So, jetzt geht der Expert gerade heim. Heute Mittag war er beim Essen im Panera Bread. Das ist ein super Laden. Da bestellst du wie bei McDonalds an so einem iPad. Super Geschichte. Nimmst dir so einen Vibrator mit und dann bringen sie das Essen hin. Haben total gute Salate, Sandwiches, Suppen und so weiter. Echt gut, schnell und relativ günstig. Leider habe ich nicht filmen können, weil der Chef und der Vorgänger mit dabei waren. Aber ich habe 2-3 Pudel gemacht. Jetzt die Erklärung dazu. Okay, Abendbeschäftigung für heute, den Carnesty Park ausspionieren, wollte ich sagen, anschauen, weil man da angeblich gut laufen kann, sagt der Kontakt aus der Heimat. Genau, das ist da hinten, man sagt mal, das ist eine Parkanlage, da ist im Hintergrund sind ein paar Baseballfelder zum Üben und so weiter. Und jetzt schauen wir mal, ob wir den Carnesty Lake finden. Es scheint ein riesiges Gelände zu sein. Da sind aber gekehrte Wege und dann gingen immer wieder seitlich Wege weg. Der Raccoon Run und der Flat Trail und keine Ahnung, der Woody Walk. Jetzt bin ich gerade auf dem Flat Trail. Schauen wir mal, wo der hingeht. Also laufen kann man da auf jeden Fall. Und die Frage ist, ob man sich verlaufen oder findet man da wieder zurück. So, jetzt habe ich zwei nette Mädels gefragt. Eine ältere Dame und ihre Tochter. Und gefragt, ob es da Karten gibt, weil da kann man sich echt verlaufen. Und sie hat gesagt, ja, online gibt es das schon. Ich gesagt, ja, und ob es da ist mit dem See, gibt es da einen See. Und wenn ja, wie kommt man da hier? Und jetzt hat sie mich da lang geschickt. Jetzt bin ich auf dem Possum Run. Und der soll da hinführen, wo man einen See sieht. Und der See ist quasi eher so eine Vertiefung, wo halt manchmal das Wasser reinläuft und sich sammelt. Aber schauen wir einmal. So, jetzt bin ich auf der Aussichtsplattform. Muss ein bisschen leise quatschen, weil da sitzt jemand. Das ist im Prinzip mehr oder weniger ein Riesensumpf. Was unheimlich viel, sagt man im Hintergrund, unheimlich viel Holzstege drüber gerade haben, auf denen wo man gehen kann. Super Geschichte, gibt es ein Beutel, wo man sagt, wie sich der See verändert hat, also wie sich das Wasser zurückgezogen hat, je nachdem wie hoch das Wasser ist. Auf jeden Fall ein brutal schönes Naturreservoir mit viel Potenzial zum Laufen. Coole Geschichte werden fürs Wochenende. So, jetzt bin ich nochmal abgehoben auf zur anderen View Area, aber die gebe ich mir jetzt nicht mehr, jetzt ist schon halbe Simme. Und ich fahre als nächstes zu mit Hope und kaufe mir meinen lang ersehnten Stuhl, nachdem ich gestern und heute mit der Frau abgestimmt habe, was wir kaufen. Gibt es jetzt einen weißen Rattansessel und ich freue mich so zu Daudi, kann ich nicht sagen, mit einem fetten Kissen drauf, dass ich richtig bequem sitzen kann beim Fernsehschauen oder beim Essen. Das ist ein Traum. Ich freue mich narrisch. Aber nur mal zum Lake Carnesty National Park, Nature Park, super Geschichte. Du bist da praktisch mitten im Urwald, mit Wege dazwischen, hast einen Haufen Wasser und es gibt da so einen Lehrpfad für die Kinder, wo du da alle ein paar Meter stehen bleiben kannst und was lesen kannst, dass du weißt, worum es geht. Also echt eine super Geschichte, ich bin begeistert. Wie gesagt, das ist nicht der Marsbusch, aber es ist eine gute Vertretung.